بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir inshallah eine weitere Sure behandeln werden, eine neue Sure, die wir auf zwei Teile dann teilen werden, inshallah ta'ala. Und zwar handelt es sich um die Sure Nummer 63, ganz konkret Surat al-Munafiqun. Surat al-Munafiqun. Und wir wollen inshallah ta'ala heute eine Einleitung zur Sure machen und uns mit den ersten wahrscheinlich 4 oder 5 Ayat beschäftigen und dann nächste Woche inshallah ta'ala mit dem Rest der Sure. Surat al-Munafiqun, die Heuchler. Der Name der Sure gibt uns eigentlich schon darüber Auskunft, ob es sich um eine mekkanische oder um eine medinensische Sure handelt. Was würdet ihr sagen? Mekkanisch oder medinensisch? Einfach nur vom Namen der Sure her. Ja. Warum? Weil Mekka war doch anfangs der Islam geheilt und erst nach Mekka auch nach dem Mekka, die nach dem Islam sind. Mhm. Medinensisch, weil der Islam in Mekka gehypt wurde. Was meinst du mit gehypt? Geheim. Achso, ich habe gehypt. Genau. Also die Muslime mussten ihren Islam verbergen und er wurde unterdrückt. Und dementsprechend konnten ja keine Heuchler entstehen. Heuchler entstehen ja dann, wenn sie Angst haben, sich zu outen oder wenn sie sich verstecken müssen. Und das war ja erst wo dann erforderlich gewesen für diese Menschen in Medina. Und dementsprechend ist Surat al-Munafiqun eindeutig eine medinensische Sura, welche dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka, in Medina offenbart wurde. Wann wurde sie in Medina offenbart? Es gibt hier zwei unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Es gibt einige Gelehrten, die sagen, Surat al-Munafiqun, sie wurde offenbart auf dem Rückweg unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam von einer Schlacht, welche im 5. Jahr nach der Hijra stattgefunden hat, nämlich Ghazwat Bani al-Mustaliq oder auch Ghazwat al-Muraisi'. Also hat zwei Namen gehabt, diese Ghazwa. Und sie fand statt im Jahr 5 nach der Hijra. Das ist auch meines Wissens unterschiedliche Auffassungen, aber circa im Jahr 5 nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir werden inshallah ta'ala später dann noch genauer auf den Offenbarungsanlass dieser Sura eingehen. Es gibt einige Gelehrte, die gesagt haben, nein, vielmehr wurde diese Sura offenbart bei der Schlacht von Tabuk. Wann war die Schlacht von Tabuk gewesen? Hatten wir schon öfters mal gehabt. Im Jahr 9 nach der Hijra. Also es ist so die letzte Schlacht unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo auch sehr, sehr viele Ayat herabgekommen sind über die Munafiqun. Und zwar in Surat al-Tawbah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sehr ausführlich über die Munafiqun, die Heuchler, spricht. Die wahrscheinlichere Meinung, welche von den meisten Gelehrten vertreten wird und welche auch argumentativ wahrscheinlich stärker ist, ist, dass diese Sure offenbart wurde im Jahr 5 nach der Hijra, und zwar auf dem Rückweg unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam von der Schlacht Banu al-Mustaliq. Warum? Erstens, es gibt Überlieferungen, die darauf hindeuten, wo unter anderem eine Ayah aus dieser Sure oder ein Teil einer Ayah aus dieser Sure, nämlich die Ayah Nummer 8, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ, der Stärkere
wird den Schwächeren aus Medina vertreiben. Dass dieses Zitat von dem Haupt der Heuchler, nämlich Abdullah ibn Ubay ibn Salul, auf dem Rückweg von dieser Schlacht nach Medina geäußert wurde. Das ist das eine. Das andere ist, warum man davon ausgeht, dass diese Sura wahrscheinlich bei dieser Schlacht offenbart wurde, ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Heuchler noch relativ stark gewesen sind. Während im Jahr 9 nach der Hijra die Heuchler zwar vorhanden gewesen waren, aber eher schwach gewesen sind. Und dieses Zitat deutet darauf hin, dass sie sich zu diesem Moment wahrscheinlich noch sehr stark gefühlt haben und noch als die eigentlichen Herrscher von Medina gefühlt haben, weshalb sie dann gedroht haben, wenn wir erstmal wieder in Medina sind, dann werden die Starken die Schwachen vertreiben. Damit meinte er, dann werden die ursprünglichen Bewohner von Medina, nämlich die Muhajir, die Ansar, die Aus und die Khazraj, werden dann die Muhajirun, die Auswanderer, mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann vertreiben. Also wir können davon ausgehen, dass Surat al-Munafiqun zu dieser Zeit offenbart wurde. Und es ist interessant, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine ganze Sura offenbart nur über die Heuchler. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum? Ich meine, wir haben auch eine Sura im Koran, die heißt Surat al-Kafirun. Aber diese Sura ist relativ kurz. Kennen Sie alle auswendig, ja? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Ja, kurz und knapp. Wo Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht auf die Eigenschaften der Kafirun eingeht. Aber wir haben jetzt eine ganze Sura, wo Allah subhanahu wa ta'ala ausführlich über die Eigenschaften der Heuchler spricht. Ist denn Surat al-Munafiqun die einzige Sura, welche über die Heuchler spricht? Oder gibt es dann noch andere Suren im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Heuchler spricht? Kennt ihr vielleicht einige Suren? Wir haben gerade eine genannt, Surat al-Tawbah, die sehr ausführlich über die Eigenschaften der Heuchler gesprochen hat. Gibt es dann noch andere Suren im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala ausführlich über die Heuchler spricht und Eigenschaften von den Heuchlern erwähnt? Nicht vielleicht in der gesamten Sura, aber in einigen Abschnitten dieser Suren. Ja. Surat al-Hujurat, wo? Das ist nicht al-Hujurat. Das ist nicht al-Hujurat, nein. Ja, das ist die, die wir gerade besprechen, Surat al-Munafiqun. Ach, Mutaffifin. Wo? Das ist ja eher eine mekkanische Sura. Da kann es schwierig, dass da über die Munafiqun gesprochen wird. Ja? Aber Barakallahu fiki trotzdem. Ja? Und zwar eine Sura, die jeder kennt, ja? Sura al-Ahzab, ganz wichtig, sehr ausführlich, ja, weil es da ja auch um dann die Grabenschlacht geht und um die dann Haltung der Munafiqun, wie sie dann mit den Feinden zusammengearbeitet haben, aber noch andere Suren sprechen ausführlich über die Munafiqun. Ja. Ma'un. Das ist allgemein Eigenschaften von Nichtgläubigen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Es geht wirklich jetzt um längere Abschnitte, nicht so um eine Ayah oder so. Ja. Ja, bitte. Hadid. Ja, sehr gut, mashallah. Ja, Surat al-Hadid spricht in einigen Ayat über die Heuchler. Ja. Welche Sura noch? Surat al-Hashr als Beispiel. Und was noch? Al-Baqarah, ganz wichtig. Ja, wo Allah Ta'ala gleich am Anfang 10 Ayat nur über die Heuchler erwähnt. In 3 oder 4 Ayat spricht Allah Ta'ala über was? Über die Gläubigen. In 2 Ayat spricht Allah Ta'ala über die Ungläubigen. Und in 10 Ayat spricht Allah Ta'ala über die Heuchler. Surat An-Nisa spricht Allah Ta'ala ebenfalls über viele Eigenschaften der Heuchler. Einige wenige Verse in Surat Ali Imran. Allahu Akbar. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, wie oft das Wort Munafiq oder auch das Verb Nafaqa oder Munafiqat, also die ganzen sozusagen dann, wie sagt man, Mustaqat, wie sagt man auf Deutsch Mustaqat, Kalima? Konjugation des Wortes, also sozusagen Abzweigung des Wortes, kommt insgesamt 37 Mal im Koran vor. 37 Mal wird das Wort Heuchler oder geheuchelt oder wie auch immer verwendet.
Zweimal nafaqu, einmal an-nifaq, die Heuchelei. Dann nifaqan im Akkusativ, ja? Also heuchelt. Al-munafiq zweimal. Al-munafiqat, die heuchelnden Frau, die Heuchlerinnen, fünfmal. Al-munafiqun, männlich, achtmal. Al-munafiqin im Akkusativ, ganze 19 Mal. Insgesamt 37 Mal wird im Koran das Wort Heuchler erwähnt. Und so ausführlich in den unterschiedlichen Suren. Warum? Aus welchem Grund? Warum spricht Allah Ta'ala so ausführlich über diese Gruppe? Warum spricht Allah Ta'ala nur über zwei Ayat in Surat al-Baqarah über die Kafirun, die Glaubensverweigerer, und in ganzen 10 Ayat spricht Allah Ta'ala über die Eigenschaften der Munafiqun? Warum offenbart Allah Ta'ala eine ganze Sura über die Munafiqun in 11 langen Ayat, wie wir noch sehen werden, anderthalb Seiten, und nennt sie al-Munafiqun, während Surat al-Kafirun eine kurze Sura ist, wo überhaupt nicht auf die Eigenschaft der Kafirun eingegangen wird? Weil einfach nur Allah Ta'ala aufzeigt, wie unsere Stellung ihnen gegenüber ist. Was könnte der Grund sein? Das muss doch einen Grund haben, warum Allah Ta'ala so ausführlich auf sie eingeht. Weil die Heuchler noch Muslime sind? Weil die Heuchler Muslime sind? Ja, aber was, warum trotzdem immer noch so viele Eigenschaften? Was ist der Grund? Weil wir keinen direkten Beweis haben, dass sie Muslime sind. Weil wir nicht wissen, woran wir sind. Genau. Wir wissen nicht, woran wir sind. Auf der einen Seite sagen sie, wir sind Muslime. Und auf der anderen Seite sagen sie, wir sind keine Muslime. Wenn sie mit den Muslimen reden, sagen sie, wir glauben. Wenn sie mit den Kafirun sprechen, sagen sie, wir machen uns nur lustig. Innama nahnu mustahzi'un, wir machen uns nur lustig über sie. Wir meinen es eigentlich gar nicht ernst. Du kannst sie nicht fassen. Du kannst sie nicht fassen, weil du nicht weißt, woran du bist. Es ist wie ein Chamäleon, das sich immer in seiner Farbe ändern kann, immer der Umgebung anpassen kann, subhanallah. Und aus diesem Grund beschreibt sie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran so ausführlich. Damit, wie wir dann noch in dieser Sura lernen werden, wir uns in Acht nehmen können. Humul adu fahdharhum. Sie sind der Feind, so nehmt euch vor ihnen in Acht. Ihr müsst euch vor ihnen in Acht nehmen. Ja, Allah Ta'ala, er hat sogar von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam verlangt, dass man die Munafiqun bekämpfen soll. Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffara wal munafiqin. O Prophet, bekämpfe die Ungläubigen und die Heuchler. Waghluz alayhim, sei hart ihnen gegenüber. Ja, darüber kann man natürlich viel diskutieren, wer sind die Kuffar, die in dieser Ehe gemeint sind. Nicht, dass jemand denkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgefordert wurde, jeden Nicht-Muslim zu bekämpfen. Nein, nein, nein. Du musst ja immer verstehen, wer damit gemeint ist, und zwar diejenigen, die uns Muslime angreifen. Aber was ist mit dem Jihad gegenüber dem Munafiqun gemeint? Was ist damit gemeint? Mit dem Jihad gegenüber dem Munafiqun ist nicht gemeint mit der Waffe, sondern mit dem Jihad gegenüber dem Munafiqun, der Anstrengung gegenüber dem Munafiqun, ist was gemeint? Dass ich sie aufdecke, dass ich ihre Argumente widerlege, dass ich ihre Shubuhat, ihre Zweifel, welche sie sehen, dann auch beseitige. Und dass ich die Muslime, die aufrichtig sind in ihrem Glauben, vor ihnen warne. Weil wir werden in dieser Sura einige Eigenschaften von ihnen haben. Das sind häufig Menschen, die gut reden können. Häufig Menschen, bei denen du glaubst, boah, der ist ja eloquent, oh, der ist gebildet, oh, der ist intellektuell, der kann gut argumentieren. Und er sagt auch noch, er sei ein Muslim. Aber er versucht im Grunde genommen indirekt den Islam zu bekämpfen. Von dieser Sorte haben wir heutzutage sehr viele. Wir haben sie überall, in Deutschland haben wir sie. Wir haben sie aber auch in der islamischen Welt. Leute, die genauso reden wie wir, die sich vielleicht sogar besser mit dem Islam auskennen als manch ein Muslim. Und die dann sagen, ja, wir versuchen den Islam zu reformieren. Wir versuchen nur den Muslimen ihre Augen zu öffnen. Und dabei versuchen sie, was zu tun? Sie versuchen im Grunde genommen, den Muslim in seinem Glauben zu schwächen, Zweifel zu sehen. Und das machen sie im Namen des Islam. Das machen sie was?
im Namen des Islam. Und viele fallen darauf herein. Und viele lassen sich auch darauf ein und denken, ah ja, subhanallah, ich habe immer diesen komischen, traditionellen Islam praktiziert. Und jetzt werden mir die Augen geöffnet. Alles, was die Gelehrten über die letzten 14 Jahrhunderte erzählt haben, ist alles Unsinn. Der Islam ist gar nicht so, wie es immer die Gelehrten gesagt haben. Ja, Alhamdulillah, jetzt habe ich endlich Ruhe. Jetzt muss ich mich nicht mehr mit irgendwelchen Argumenten gegen den Islam auseinandersetzen, sondern der Islam, der hat ja eigentlich schon alles, was heutzutage die westliche Welt sieht, eigentlich genau so gesehen. Und deswegen dementsprechend, warum Gebet? Gebet ist etwa eine freiwillige Sache, wenn überhaupt, eine Form von Meditation, mehr brauche ich nicht. Ja, Fasten, okay, ist schön und gut, aber am Ende ist es nur einfach eine körperliche Übung. Aber kann ich auch durch etwas anderes ersetzen? Gibt es irgendwelche Verbote? Nein, ist alles immer nur sein oder soll. Ja, du solltest davon fernbleiben. Aber du kannst eigentlich Alkohol trinken, solange du die Grenze einhalten kannst. Ist das überhaupt kein Problem? Du kannst Alkohol trinken, weil im Koran steht ja nur Fajtanibuhu. Ja, so meinet es, da steht nicht Hurrima alaikum. Das ist euch verboten worden. Da steht nur Fajtanibuhu. Und dementsprechend, ja, ihr müsst euch nur ein bisschen davon distanzieren. Aber am Ende, natürlich kann ein Muslim auch ab und zu mal einen Wein trinken. Was ist das Problem? Hat noch niemandem geschadet. Kopftuch so und so, lass mal beiseite, ja, das ist alles Schnee von gestern, ja, das war nur damals gewesen, um einen Sklaven von einer freien Frau zu unterscheiden, das ist alles, ja. Also im Grunde genommen, ich als Muslim brauche eigentlich gar nichts mehr zu praktizieren. Ja, und Paradies und Hölle, was ist das denn für eine, bitte schon primitive Vorstellung? Warum sollte es dann überhaupt eine Hölle geben? Nein, alle kommen ins Paradies, Hauptsache das Herz ist rein. Ja, man braucht den Islam gar nicht mehr zu, wir brauchen keine Da'wah mehr zu machen. Überhaupt nicht. Wozu noch Da'wah überhaupt? Ja? Weil am Ende, es gibt viele Wege, die zu Gott führen. Und plötzlich hast du einen Islam ohne Islam. Einen Islam, der beliebig ist. Und das ist nur noch eine Frage von einer Generation und du hast gar keinen Islam mehr. Das ist wirklich so. Und vor diesen Munafiqun, wal'iyadhu billah, müssen wir Muslime uns in Acht nehmen. Weil, wie gesagt, sie sagen, sie sind Muslime. Du kannst ja nicht sagen, er ist ein Kafir. Sie sagen, er ist Muslime. Ich bete fünfmal am Tag, ich weiß nicht was, ich lese den Koran, ich liebe Allah. Aber dann kommen solche Dinge. Und gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Abstufungen von ihnen. Wie wir auch sehen werden, auch hier, also zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gab es Abstufungen. Es gibt welche, die knallhart mit den Feinden des Islam zusammenarbeiten, die wirklich keinen Iman im Herzen haben, gar keinen Iman im Herzen haben, die sich nur als Muslime ausgeben, aber in Wirklichkeit sich lustig machen über den Islam, ja, und versuchen, den Muslimen in den Rücken zu stechen. Die lächeln dich an, aber in Wirklichkeit haben sie ein Messer hinter ihrem Rücken und versuchen, sich zu erschrecken. Diese Sorte gibt es. Von der Sorte haben wir auch in Deutschland. Ja? Leute, die versuchen, dann mit den größten Feinden des Islam, die bekannt sind, aufzutreten. Aber gleichzeitig sagen sie, wir sind Muslime. Und dann gibt es, wie gesagt, diese andere Sorte, welche noch behauptet, Muslim zu sein. Wallahu alam, was in ihrem Herzen ist, aber die wahrscheinlich Krankheiten in ihrem Herzen haben und versuchen im Grunde genommen, den Muslime ins Zweifeln zu bringen. Die nicht versuchen, etwas aufzubauen, sondern die versuchen zu zerstören. Die nicht versuchen, etwas zu schaffen, sondern einfach nur Zweifel zu sehen. Und das ist sehr leicht. Merkt euch das immer. Wenn ihr jemanden seht, der die ganze Zeit nur Zweifel seht unter den Muslimen. Ja, aber es könnte auch anders sein. Und was ist das für eine Vorstellung? Aber der keine Alternative bietet. Ja, was denn ist die Alternative für dich? Du sagst die ganze Zeit, okay, wir müssen das nicht tun, wir müssen jenes nicht tun, nichts ist Pflicht, alles ist erlaubt. Ja, eigentlich führt alles zum Paradies, es gibt nicht den einen Weg, der zum Paradies führt. Okay, was ist deine Alternative? Wozu brauchen wir eigentlich noch Islam? Wozu ist überhaupt der Prophet gesandt worden? Wozu hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt gekämpft? Ich meine, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab es mehrere Leute, die ebenfalls zum Tawhid eingeladen haben. Umayyah ibn Abi Salt, ja, und einige der Ahnaf. Hatten sie Probleme gehabt mit den Makkanern? Nein. Erst als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefordert hat, dass die Gesellschaft sich ändert, mit einer Mission gekommen ist, welche wirklich etwas verändern soll, da begannen die Anfeindungen. Und da hat man begonnen, ihn zu bekämpfen.
Warum sollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam all dies tun? Wenn doch am Ende es keinen Unterschied macht, ob ich an einen Gott glaube oder an mehrere Götter glaube. Wenn alle Wege nach Rom führen oder nach Mekka führen, ja, oder zum Himmel führen oder zum Paradies führen, wozu das Ganze überhaupt? Wozu die ganze Anstrengung auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala? Und ich bin übrigens nicht der Fan, der sagt, wozu gebetet haben. Alhamdulillah. Ja, wir beten nicht, weil wir beten müssen, sondern weil wir beten können. Alhamdulillah. Ja, und heutzutage, subhanallah, wie viele Menschen gibt es, die meditieren, weil sie wissen, dass es ihnen gut tut. Und wir, alhamdulillah, haben unsere Meditation 5-mal am Tag, wenn wir das nur richtig machen würden. Und deswegen, ich bin nicht von der Leute, die sagen, wäre doch sozusagen nicht der Islam, dann hätte ich das und jenes. Und das ist einfach nur ittiba' shahawat, das Befolgen der niederen Bedürfnisse. Aber am Ende würde ich merken, dass es mir wirklich schadet. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, Allah Ta'ala, damit wir zurück zu unserer Sura kommen, Allah Subhanahu Wa Ta'ala und auch unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam haben die Eigenschaften der Munafiqun aufgedeckt. So dass jeder, der sieht, da ist jemand, der hat viele dieser Eigenschaften, sich vor ihm in Acht nimmt. Es geht nicht darum, jemanden zum Kafir zu erklären. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern es geht darum, uns in Acht zu nehmen. Wie ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dem Munafiqun umgegangen? Diese Einleitung ist sehr wichtig zu dieser Sura. Wir werden das nochmal ausführlich dann sehen, anhand einiger Ayat, inshallah. Wie ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam umgegangen mit dem Munafiqun? Wie hat er sie denn bekämpft? Hat er sie mit dem Schwert bekämpft? Nein. Im Gegenteil. Als Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, lass mich den Hals dieses Heuchlers abtrennen von seinem Körper. Und er meinte, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, willst du etwa, dass die Araber sagen, Mohammed ermordet und tötet seine Gefährten? Schau mal, er hat sie noch als Gefährten bezeichnet. Weil das, was in ihren Herzen ist, ist eine Sache zwischen ihnen und zwischen Allah. Und Allah Ta'ala, er wird sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Die Heuchler kamen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach der Schlacht von Tabuk. Sie sind zu Hause geblieben. Und einer nach dem anderen hat sich beim Propheten entschuldigt. Eine Ausrede. Dann vorgebracht. Was hat der Prophet getan sallallahu alaihi wa sallam? Hat er sie beleidigt? Hat er sie bestraft? Was hat er gemacht? Er hat Dua für sie gemacht. Und diejenigen, die nicht heuchlerisch waren, die ehrlich waren mit ihm, und die gesagt haben, wir sind nur aus Faulheit zurückgeblieben. Es waren ja diese drei, Ka'b ibn Malik, Marar ibn Rabi' und Hilal ibn Umayyah, über die in Surat At-Tawbah in einer Ayah gesprochen wird, die wurden bestraft. Das heißt, die Ehrlichen wurden bestraft und die Unehrlichen, die sind einfach davon gekommen. In der Dunya, nicht im Akhirah. In der Dunya, nicht im Akhirah. Subhanallah. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie bekämpft, indem er ihre Eigenschaften aufgedeckt hat. Ihre Zweifel, welche sie sehen, beseitigt hat. Und das ist unsere Aufgabe heutzutage. Heutzutage führen wir einen Kampf gegen Heuchler in unseren eigenen Reihen. Und dieser Kampf ist nicht leicht. Dieser Kampf wird weitergehen und er wird wahrscheinlich noch stärker werden. Durch die sozialen Medien kann jeder im Grunde genommen, der möchte, Zweifel sehen. Und jeder, der ein bisschen reden kann, der eloquent ist, vielleicht sogar gebildet ist, hat Anhänger. Und deswegen muss ich mich als Muslim davor in Acht nehmen. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns in dieser Sure dann auch getan hat. Und bevor wir auf die Sure zu sprechen kommen, ein Zitat, ein schönes Zitat von dem Gelehrten Ibn Qayyim, der über die Munafiqun gesprochen hat. Ich zitiere auf Arabisch und übersetze ins Deutsche. Er sagt, هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن. Allah, der Gepriesene, er hat die sozusagen أستار المنافقين, er hat das, womit sich die Heuchler bedecken, beiseite genommen und sie aufgedeckt. Und er hat ihre Geheimnisse aufgezeigt im Koran. وَجَلَّ لِعِبَادِهِ أُمُورَهُمْ لِيَكُونُ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا عَلَى حَذَرٍ.
Und Allah Ta'ala, er hat für seine Diener ihre Angelegenheiten klar und deutlich gemacht, damit sie sich vor ihnen und vor ihren Anhängern in Acht nehmen. لِكَثْرَتِهِمْ وَلِعُمُومِ الْإِبْتِلَاءِ بِهِمْ. Aufgrund ihrer großen Anzahl und aufgrund dessen, dass durch sie die Gläubigen geprüft werden. وَشِدَّةِ فِتْنَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. Und ihrer großen Fitne, Zwietracht, welche sie sehen, ja, zwischen den Muslimen und dem Islam. فَإِنَّ بَلِيَّةَ الْإِسْلَامِ بِهِمْ شَدِيدَةٌ جِدَّا. Die Prüfung des Islams durch sie ist sehr, sehr hart. فَإِنَّهُمْ مُنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ وَإِلَى نُصْرَتِهِ مُوَالَاتُهُ. Ja, und sie sozusagen, sie zählen sich im Islam zu. Ja? وَهُوَ أَعْدَاؤُهُ فِي الْحَقِيقَةِ. Obwohl er ihr Feind ist in Wirklichkeit. يُخْرِجُونَ عَدَاوَتَهُ فِي قَالِبٍ يَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّهُ عِلْمٌ وَإِصْلَاحٌ سُبْحَانَ اللَّهِ. Ja? Sie zeigen ihre Feindseligkeit gegenüber dem Islam in einer Form, bei der ein Unwissender glaubt, das handelt sich um Reformation. Subhanallah. Ja, ein Unwissender denkt, oh krass, der versucht den Islam zu reformieren. Und das ist Wissen. وَهُوَ غَايَةُ الْجَهْلِ وَالْفَسَادِ. Obwohl es in jeder Hinsicht was ist, Unwissenheit und Unheil. فَلِلَّهِ كَمْ مِنْ مَعْقِلٍ إِسْلَامِ قَدْ هَدَمُوهُ. Bei Allah, wie viele Festungen des Islam haben sie zerstört. وَكَمْ مِنْ حِصْنٍ لَهُ قَدْ قَلَعُوا أَسَاسَهُ وَخَرَّبُوهُ. Und wie viele Festungen des Islam haben sie, also sozusagen ein Fundament, zerstört und kaputt gemacht. وَكَمْ مِنْ عِلْمٍ لَهُ قَدْ طَمَسُوهُ. Und wie viel Wissen haben sie dann sozusagen beseitigt. وَكَمْ مِنْ لِوَاءٍ مَرْفُوعٍ لَهُ قَدْ وَضَعُوهُ. Subhanallah. Und wie viele Banner des Islam haben sie dann وَضَعُوهُ, also sozusagen, haben sie auch zerstört in dem Sinne. Ja, das ist jetzt eine einfache Übersetzung. Ich habe es aus dem Stegreif übersetzt. Und jetzt sagt er, فَلَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ مِنْهُمْ فِي مِشْنَةٍ وَبَلِيَّةٍ. Der Islam, er wird immer durch sie geprüft, subhanallah. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ بِذَلِكَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ مُصْلِحُونَ. Und sie denken, sie würden damit etwas Gutes tun. أَلَا إِنَّهُمْ هُمَ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. In Wirklichkeit sind sie die Unheilstifter, aber sie merken es nicht. Allahu Akbar. Was für Worte. Worte, die einem wirklich Angst machen. Subhanallah. Worte, die einem wirklich Angst machen. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, beginnen wir mit dieser Sura. Und zwar beginnt die Sura gleich mit dem Thema. Nämlich, dass einige Heuchler zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kommen. Und ihn anlügen und etwas vortäuschen. Allah sagt, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. Allah weiß, dass du für wahr sein Gesandter bist. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Allah, also, doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Allah beginnt direkt mit dem eigentlichen Thema. Wenn die Heuchler zu dir kommen. Das Wort Heuchler im Arabischen, Munafiq, kommt von welchem Verb, von welchem Wort? Nafiq. Und das kommt ursprünglich von welchem Verb? Wir wissen ja, wir oft gelernt, dass jedes Wort in der arabischen Sprache sich auf drei Buchstaben zurückführen lässt. Drei Konsonanten. Nafaqa. Nafaqa. Was bedeutet denn Nafaq im Arabischen? Schwestern, was heißt Nafaq? Die arabischen Schwestern wissen das sicherlich. Was ist ein Nafaq? Tunnel, richtig. Was hat denn bitte schon ein Tunnel mit einem Heuchler zu tun? Und zwar sagen die Gelehrten, und sie beziehen das auf ein bestimmtes Tier, ich weiß jetzt nicht genau mal, welches Tier das ist, aber sie sagen, es gibt Tiere, die haben sich extra im Erdloch, ja, einen Tunnel gebaut.
damit sie je nachdem, von wo der Feind kommt, dann immer auch von der anderen Seite fliehen können. Subhanallah. Das heißt, sie passen sich immer der jeweiligen Situation an. Und Tunnel, weil sie etwas zu verbergen haben. Und genauso auch die Heuchler, subhanallah. Sie passen sich immer der Situation an. Und immer dann, wenn ihnen etwas vorgeworfen wird, finden sie einen Ausweg. Du kannst sie nicht fassen. Egal, was du tust. Und sie haben etwas zu verbergen. Subhanallah. Deswegen heißen sie in der arabischen Sprache was? Munafiq. Wie dieses Tier, was immer einen Ausweg findet. Und was sich unter der Erde befindet. Die arabische Sprache ist schön, subhanallah. Wenn diese Tunler, nennen wir sie Tunler, wenn diese Heuchler, ja, die immer einen Ausweg finden und immer eine Ausrede haben, zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich auf Ausgesandter bist. Ja, sie sagen ganz klar, wir sind Muslime. Sie behaupten nicht das Gegenteil, sondern sie bezeugen es, und zwar in welcher Art? Neshhad. Shahide ist die höchste Form von Wissen. Ich bezeuge es. Ich weiß es ganz genau. Und deswegen unser Glaubensbekenntnis besteht aus was? Genau aus diesem Wort. Ashhadu. Ich bezeuge. Bin absolut sicher. Und sie sagt genau dasselbe zum Propheten, direkt in sein Gesicht. Wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist. Und dann, innak. Inne in der arabischen Sprache ist eine Bestätigung. Und la Rasulullah ist nochmal eine Bestätigung. Das heißt, wie oft haben sie das bestätigt jetzt? Ihre Lüge? Dreimal. Einmal durch Nashhad, wir bezeugen. Dann durch Inna. Und dann auch noch durch Aslam. Wenn wir die Shahada aussprechen, was sagen wir? Ashhadu an la ilaha illallah. Ja, wir haben dieses Islam nicht. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wir sagen nicht, wa anna Muhammadan la Rasulullah. Ja, sondern wir sagen einfach nur, wa anna Muhammadan Rasulullah. Wir bezeugen das, wir bestätigen das zweimal. Sie bestätigen das sogar dreimal. Also sogar noch einmal mehr, als wir das in unserem Glaubensbekenntnis tun. Und was sagt dann Allah Ta'ala? Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Allah weiß, dass du für sein Gesandter bist. Das ist eine Tatsache. Sie bezeugen das, aber sie lügen dabei. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Worin lügen sie? In der Tatsache, dass er der Gesandte Allahs ist? Nein. Sondern darin, dass sie es nicht wirklich glauben. Sie sagen es mit ihrer Zunge, aber sie sagen es nicht mit ihrem Herzen. Sie sind gut im Reden. Sie sind noch eloquenter als ein Mu'min. Ein Mu'min sagt einfach nur, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und sie sagen, wa anna Muhammadan la Rasulullah. Also, hey. Wenn du mir kommst und nicht glaubst, ich bin noch viel gläubiger als du. Tu mal nicht so, als wärst du der einzige wahre Muslim. Ich verstehe den Glauben viel besser als du. Und ich bin noch viel rhetorischer als du. Also komm mir jetzt nicht an hier mit Glauben, weiß ich nicht was. Aber Allah bezeichnet sie als Lügner. Sadaqaka wa huwa kadhub, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den Shaitan. Dieser schönen Geschichte mit Abu Huraira radiallahu anhu, als der Shaitan zu ihm kommt und ihm dann Ayat al-Kursi beibringt, das ist eine längere Geschichte. Am Ende sozusagen bringt der Shaitan in der Gestalt eines Mannes, Abu Huraira, Ayat al-Kursi bei. Und er sagt ihm, Ayat al-Kursi, schützt dich ja, vor dem Shaitan bis zum Morgen. Und dann geht Abu Huraira zum Propheten und erzählt ihm davon, dann sagt er der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Sadaqaka, er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er ein Lügner ist. Sadaqaka wa huwa kadhub. Er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er ein Lügner ist. Und Allah Ta'ala bezeugt, dass zwar die Heuchler in diesem Punkt, was sie gesagt haben, was die Aussage betrifft, die Wahrheit gesprochen haben, aber sie sind trotzdem Lügner, weil sie es nämlich nicht so meinen. Und jetzt, nachdem Allah Subhanahu wa Ta'ala das gesagt hat, kommt was. Achso, vielleicht ganz wichtig zum Offenbarungsanlass. Ja, weil diese Sura hat auch noch einen etwas längeren Offenbarungsanlass, der sich auf die gesamte Sura dann auch sozusagen bezieht. Und zwar wird im weiteren Teil der Sura ja noch dann Abdullah ibn Ubay ibn Salul zitiert, dass er gesagt haben soll, der Stärkere wird den Schwächeren aus Medina vertreiben. Warum hat er das gesagt? Was ist der Grund? Und zwar gibt es jetzt hier mehrere Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass es bei der Rückkehr von der Muslime, von der Schlacht Banu al-Mustalaq, zu einem Streit kam. Streit kam zwischen zwei Sklaven. Der eine Sklave
gehörte den Muhajirin an, den Auswanderern, und der andere Sklave gehörte den Ansar an. Und als sie sich dann gestritten haben, haben sie beide gerufen, ja lal Muhajirin, ja lal Ansar, kommt um Muhajirin, kommt Ansar, helft mir sozusagen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kam und er wurde sauer und sagte, da'uha fa innaha muntana, lass davon ab, weil es handelt sich bei diesem Ruf zum Nationalismus, ja, Ansar, Muhajirin, handelt es sich um etwas Verdorbenes. Etwas, wovon ich als Muslim ablassen sollte, weil im Islam gibt es keinen Nationalismus. Das gehört der Jahiliyyah-Zeit an. Aber wer hat das mitbekommen? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und er hat sich dann sozusagen, war er mit einigen seiner Anhänger gewesen und sagte, ah, guck mal jetzt hier. Das ist jetzt genauso, wie es in der arabischen Redewendung heißt, Sam min kelbak ya'kulk. Was heißt das? Sam min kelbak ya'kulk. Was bedeutet das? Ja? Ja, füttere deinen Hund und dann frisst er dich auf. Also mach ihn schön dick und fett und am Ende frisst er dich auf. Und auf wen bezieht er das? Auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die Muhajirin. Wir haben sie aufgenommen, durchgefüttert und jetzt stellen sie sich gegen uns. Und am Ende haben wir nichts mehr zu sagen. Und dann sagt er diese Worte. La yukhrijan al-a'azzu min al-adl. Wir, wenn wir so weit wie da sind, werden wir dafür sorgen, dass die Muhajirin wieder schön nach Mekka zurückgehen. Wer hat das gehört? Ein junger Sahabi. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und erzählte ihm genau davon, was vorgefallen war. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Ubay ibn Salul zu sich rief. Und er fragte ihn, was ist das? Hast du das wirklich gesagt? Woraufhin er dann sagte, bei Allah, so etwas habe ich nicht gesagt. Und dann hat er dann geschworen, ja, nein, du bist der Gesandte Allahs und ich würde so etwas niemals sagen und das ist einfach nur eine Lüge, die dir erzählt wurde. Und Abdullah ibn Ubay ibn Salul, er war ja, so wie gesagt, eigentlich, er sollte ja zum König dann gekrönt werden, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina ankam, war ein kräftiger Mann, sehr eloquent, sehr rhetorisch begabt, sah auch gut aus und die Ayah danach wird ihn dann auch gleich noch beschreiben, ihn und ähnliche Leute. Ja, und hat dann alles verneint. Und diese Ayat bezieht sich genau darauf, subhanallah. Und jetzt beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Heuchler in der nächsten Ayat. Oder jetzt kommt sozusagen, ja, eine Eigenschaft der Heuchler. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschirm genommen und halten so von Allahs Weg ab, gewiss wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Sie schwören, 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 aber sie lügen dabei. Nur um sich zu schützen, nur damit sie nicht aufgedeckt werden. Sie haben kein Problem damit, bei Allah zu schwören. Sie glauben ohnehin nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sind diese Eide, welche sie machen, einfach nur ein Schutz für sie. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, ja, was die Ursache dafür ist und geht auf eine wichtige Eigenschaft von ihnen ein. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Dies, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind, da wurden ihre Herzen versiegelt, so verstehen sie nicht. Eine Frage. Haben denn diese Leute überhaupt geglaubt oder haben sie nicht geglaubt? Die Gelehrten haben über diese Ayah diskutiert. Sie haben gesagt, es gibt mehrere Abstufungen von Munafiqun. Es gibt nicht sozusagen den einen Prototypen, sondern es gibt mehrere Abstufungen. Es gab einige, die vielleicht am Anfang geglaubt haben, vielleicht auch einen gewissen Nutzen im Glauben gesehen haben, aber dann Krankheit in ihr Herz gelangt ist. Und sie gemerkt haben, okay, ich profitiere nicht wirklich davon. Im Gegenteil, der Glaube fordert von mir sogar Dinge, die mit Anstrengungen zu tun haben. Am Anfang, okay, ja, es ist schön. Und dann, sobald die Anstrengung kommt und die Gebote kommen, versuche ich davor zu fliehen. Und dementsprechend gelangt Heuchelei in ihre Herzen. Und es gab welche von vornherein nicht geglaubt haben und nur nach außen hin den Islam angenommen haben und so getan haben, als wären sie Muslime. Also sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt, wie einige von ihnen gewesen. Sie haben erst geglaubt und dann sind sie dem Unglauben verfallen. Dies, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind. Da wurden ihre Herzen versiegelt, so verstehen sie nicht. Yafqahun,
das Wort Faquha, Fiqh, ist ein tiefgründiges Verständnis. Und deswegen verwendet es Allah hier. Die Gelehrten sagen, es ist ein Verständnis, welches auch aus dem Herzen kommt. Und deswegen ein Faqih ist nicht nur jemand, der Wissen hat, sondern ein Faqih ist jemand, der Wissen hat mit Verständnis. Und nicht nur Verständnis, sondern ein Verständnis, was zum Handeln führt. Ein Faqih ist nur dann ein Faqih aus islamischer Perspektive, wenn er das, was er weiß, auch verinnerlicht und praktiziert. Das verstand man unter einem Faqih zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dua gemacht hat für Abdullah ibn Abbas, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fi din, O Allah, bring ihm die Deutung des Korans bei und gib ihm Fiqh, Verständnis in der Religion, dann ist damit nicht nur was gemeint gewesen, Wissen, sondern ein tiefgründiges Wissen, was zum Handeln führt. Und deswegen, ja, warum la yafqahun? Sie haben nicht verstanden, ihre Herzen sind was? Frei gewesen von diesem Verständnis, nur oberflächliches Wissen. Und jetzt kommen Eigenschaften von ihnen. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَسَامَهُمْ. Und wenn du sie siehst, gefällt ihr Äußeres. MashaAllah, Leute, gepflegt. Eine Ausstrahlung, charismatisch. وَإِنْ يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Und wenn sie reden, hörst du ihren Worten zu, eloquent, rhetorisch, einwandfrei gebildet. Du merkst, er ist wirklich gebildet. Trägt vielleicht sogar einen Doktortitel. Krass. Also ich bin nicht auf diesem Niveau wie er. Aber was ist das Problem? كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدًا. Sie sind wie angelehnte Hölzer. Was bedeutet das denn jetzt? Was heißt das? Sie sind wie angelehnte Hölzer. Wenn ich einen Holzbalken habe, der einfach nur angelehnt ist, dann verfehlt dieser Holzbalken seinen Zweck. Wozu ist ein Holzbalken da? Für Stabilität zu sorgen und nicht um stabilisiert zu werden. Er ist dazu da, um etwas anderes zu festigen, beispielsweise ein Dach. Weiß ich nicht, eine Säule, welche ein Dach stützen soll. Also etwas, worauf ich mich stützen kann. Und nicht etwas, was gestützt werden muss. Was will also Allah Ta'ala damit sagen? Er will damit sagen, außen hui, innen fui. Auf ganz einfachem Deutsch gesagt. Leute, die von innen leer sind. Leute, die mit großen Ideen kommen, aber da steckt nichts dahinter. Reform des Islam, aber sie bieten nicht wirklich eine Stütze für den Islam. Sie versuchen, den Islam zu stören, sodass sie einfach nur noch zu einer Last werden für den Islam. Genauso wie diese Holzbalken zu einer Last für die Wand wird, werden sie zu einer Last für den Islam. Was für ein Bild zu machen, aber. Eigentlich sollte der Muslim den Islam stützen. Wenn er etwas sagt, etwas Gutes sagt, was den Muslimen Nutzen bringt und nicht etwas von sich geben, was die Muslime zweifeln lässt, was sie von ihrem Glauben wegführt. Du wirst somit zu einer Last für die Muslime, zu einer Last für den Islam, genauso wie dieser Holzbalken, der angelehnt ist. Anstatt anderes zu stützen, wird er gestützt. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدًا. Als wären sie, sie sind wie angelehnte Hölzer. Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, die Muslime, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt sie, indem er sagt, sie sind wie ein zusammengefügtes Mauerwerk. Wie ein was? Zusammengefügtes Mauerwerk. Wir stützen uns gegenseitig. Jeder von uns sollte eine Stütze für den anderen sein. Und jeder von uns sollte an einem Grenzposten auf Arabisch Thar mit Furur al-Islam stehen. Von wo aus den Islam verteidigt. Und nicht, wo er noch dem Feind die Hände reicht und ihm sagt, komm, bitte tritt ein in unsere Festung und zerstöre sie von innen.
كأنهم خشب مسندة. Aber wie beschreibt Allah sie? يحسبون كل صيحة عليهم. Sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie, in Wirklichkeit sind sie feige. Sie haben leben in Angst, versuchen diese Angst zu verdecken, indem sie dann genau auf diese Art und Weise auftreten. Sie sind die wahren Feinde. هم العدو فاحذرهم. So sieh dich vor ihnen vor. قاتلهم الله. Allah bekämpft sie. أن يؤفكون. Wie sie sich doch abwendig machen lassen. Subhanallah. Ja? Das ist der erste Abschnitt dieser Surah, wo Allah Ta'ala diese Munafiqun beschreibt, was sie sagen, wie sie reden. Dass es aber nur leeres Gerede ist, nicht mehr. Und dass sie zu einer großen Last für diese Umme sind, geworden sind. Und dass man sich vor ihnen in Acht nehmen muss. Möge Allah Ta'ala uns vor den Eigenschaften, den Taten und den Handlungen der Munafiqun und ihren Worten bewahren. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns davor schützen. Und möge Allah Ta'ala uns festigen und unsere Herzen freimachen von jeglicher Form von Heuchelei. Und unsere Eigenschaften freimachen von jeglicher Form von Heuchelei. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie er gesagt hat, uns aufgezeigt hat, dass ein Muslim, selbst wenn er aufrichtig ist, auch in sich Eigenschaften der Heuchelei tragen kann. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, Ayatul Munafiqi, Thalath. Die Eigenschaften der Heuchler sind drei. Jeder hat der Verkehrer. Wenn er redet, dann lügt er. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرُ. Und wenn er Versprechen gibt oder Verträge eingeht, hält er sich nicht an sie. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, dann veruntreut er es. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Amin. Bis hierhin heute, inshaAllah ta'ala. Nächste Woche in Ahyanallah, wenn wir leben sollten, dann werden wir uns dann mit dem zweiten Teil der Sura beschäftigen. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.